Gut, dann würden wir starten. Willkommen zur ersten Session von diesen E-Days. Wir haben ja den ganzen Tag Sessions. Wir haben es geschafft, dass wir zwei komplette Tracks können auch externen anbieten. Die sind jetzt hier zugeschaltet. Ich weiß nicht, wie viele das es sind. Wir haben sehr viele Anmeldungen gehabt. Das ist auch lässig, dass sich auch eure Kollegen interessieren, was wir alles machen und dass wir eigentlich mit wenig Zusatzaufwand auch den Dienst können anbieten können, dass man sich auch so schnell kann zuschalten kann, wenn einem etwas interessiert. Und die Anmeldungsplattform ist, glaube ich, immer noch offen. Wenn ihr seht, ja, das ist cool, könnt ihr euch noch für weitere Tracks sicher noch anmelden, wenn ihr vielleicht jetzt nur den ausgewählt hättet. Dann legen wir gerade los. Wir starten mit .NET 6. Ich werde euch einen kurzen Abriss geben, was alles neu kommt in C-Sharp 10. Das ist die nächste Generation. Neue .NET 6 APIs. Ich habe gestaunt, es hat doch noch einige. Am Anfang dachte ich, da kommt nicht viel Neues dazu, sondern das .NET Framework schon 20 Jahre alt und wir haben .NET Core gehabt, da haben wir alles neu gebaut und irgendwann haben wir eigentlich alles schon aufs Neue portiert, aber es hat doch da und dort noch ein paar neue Sachen drin. Und ebenfalls natürlich neu, wieder mal ein neues Visual Studio. Das ist nicht mehr so spektakulär, weil wir ja fast alle 3 Monate ein neues überkommen und gefühlt fast alle Wochen ein Service Pack davon. Also wir dauern ein Visual Studio updaten. Das letzte gestern Abend vom 2022 war ein bisschen risky gewesen. Ich habe nicht gewusst, läuft es nachher besser oder schlechter. Das werden wir im Verlauf der Zeit dann noch sehen. Ich kann dann sehen, dass meine Demos vielleicht nicht mehr ganz so gut laufen. Aber der Nebel ums .NET 6 fängt sich langsam an zu lichten, weil es geht ja nicht mehr so lange bis zum Release. Wenn man den Release-Plan anschaut, am 9. November, das hat Microsoft an der Build-Conference da ja verkündet und an der Nachfolgekonferenz, die im Juni war, am 9. November ist das Release-Date vom .NET 6. Das wird eine Long-Term supported Version sein. Das bedeutet, wir werden Support haben für 3 Jahre nach dem Release, also sprich bis im November 2024. Das ist im Moment so der Plan von Microsoft. Sie sind immer im Wechsel, so eine LTS-Version. Und zwischendrin gibt es eine Version, die dann jeweils nur 6 Monate über das Release-Datum gültig ist. Das heisst, .NET 5, wo wir jetzt aktuell haben, ab November 6 Monate, im Mai 2022 ist das Release Ende, das heisst, dann müsst ihr migrieren und dann ist es wichtig, wie gross ist der Aufwand zu migrieren. Und da geht es geht gut, das wird relativ kleine Anpassungen sein, mehr oder weniger aus Projekt fällt die Version update und dann ist das erledigt. Und sonst sind wir sehr, sehr wenig Breaking Changes, die ich gesehen habe in den Dokumentationen und ich glaube nicht, dass das irgendwo eine Rolle spielen sollte. Wir sind im Moment bei .NET 6 Preview 7. Bis zum Release kommen noch 2 Release-Kandidaten. Also jetzt wird es wirklich langsam ernst. Es läuft schon stabil. .NET seit der ersten Preview läuft bereits schon auf Bing und diverse andere Microsoft Services. Das heißt, Framework selber, das ist ja nicht neu. Die ganze Plattform ist schon da und ausgereift. Das heißt, auch schon mit den neuen Versionen haben sie dort dauernd nachgeführt. Und das läuft auf ihren Plattformen. Das ist theoretisch könnt ihr jetzt schon starten damit? Ich würde aber nicht ein produktives Projekt natürlich aufschalten, das ist von Microsoft eigentlich auch nicht empfohlen. Beim Release-Kandidat sieht es ein bisschen anders aus, aber November ist ja schon schnell da, das heißt, wir müssen nicht mehr lange warten. Bei Visual Studio 2022, dort ist die dritte Preview, die jetzt gekommen ist. Die Hauptfeatures, die rausgekommen sind, als erster Stelle ist sicher .NET MAUI, das ist so der Nachfolger eigentlich von Xamarin oder Twitter-Entwicklung von Xamarin. Über das erzähle ich da gar nichts, weil da kommt der Track von Florian Bossart heute am Nachmittag. Dann haben sie sehr viel am Blazor optimiert, da warten wir schon lange drauf, dass im Blazor die WebAssemblies noch besser, komprimierter und schneller werden. Da hat man sehr viel gemacht und da wird sich auch in Zukunft noch sehr viel tun. Also das ist ein bisschen der Main Focus im Moment, die Plattform dort weiterzuentwickeln. Dann etwas, was plötzlich so auftaucht ist, sind minimal Web-APIs, das ist gut für die, die Microservices schreiben. Wir müssen nicht mehr so viel C-Sharp-Code schreiben, das werde ich nachher in den Beispielen noch zeigen. Dann auch bei WPF und WinForms. Man stelle sich vor, WinForms, .NET 1.0, das gibt es immer noch, das wird immer noch gepflegt, das läuft auf .NET Core. Ist portiert worden, dass auch auf ARM 64-Prozessoren läuft. Es wird eine neue Kompilierungsart geben als Single-File-Exe, das heißt, man könnte das Deployment so machen, dass man nur noch 1 Exe haben und nicht 57 DLLs. Die mitgeliefert werden. Und ein ganz cooles Feature, wirklich für die WPF-Entwicklung, ich habe im Moment das Projekt, ist der Hot Reload. Und der Hot Reload ist sogar im Visual Studio 2019 in der neuesten Version seit etwa 1,5 Wochen
bereits schon eingeschaltet, also ihr könnt das brauchen. Und damit ist WPF-Entwicklung eigentlich fast so cool wie Webentwicklung. Also ich mache meine Code-Änderung im Code behind, drücke Hot Reload, meine Applikation ist immer offen und dort die Änderungen gerade adaptieren. Geht nicht ganz in allen Fällen, wenn ihr natürlich ganze Klassenhierarchien umbaut und refactoret, dann funktioniert es nicht mehr. Aber während dem Debuggen so schnell einen kleinen Bugfix machen, ähnlich wie man es früher noch kennt, vom Edit and Continue, das funktioniert super. Wie gesagt, ist jetzt schon eingebaut, eigentlich in der jetzigen Version. Und der letzte Punkt, wo es auch sehr viel gemacht haben, auch erstaunlich, dass man es nochmal geschafft hat, die Performance derart zu verbessern. An der Runtime, wenn man an der Runtime etwas verbessert, nützt das allen laufenden Applikationen, ohne dass wir Entwickler überhaupt irgendetwas mitmachen. Im Framework selber haben sie nochmal zahlreiche Optimierungen gemacht. Also vielleicht, wenn ihr so die Sprache verfolgt, dann habt ihr gesehen, dass es einen Haufen Features geht in letzter Zeit, wo man zum Beispiel direkt kann Memory allozieren auf dem Stack. Das haben sie im Framework hin, intensiv immer mehr genutzt und so einzelne Operationen im Framework kontinuierlich verbessert. Und das hilft auch natürlich der Performance von allen unseren Applikationen. Und der Richard Lander, das ist der Chef der .NET-Entwicklung, er hat gesagt, der Fokus für ihn sei auch, den Inner Loop zu beschleunigen. Und der Inner Loop, das meint das, was wir Entwickler machen, wenn wir Code schreiben, bis wir den testen und ausführen können, die Zeit zu verkürzen. Wer Web entwickelt mit MVC, wir drücken F5 und dann wird es erst gebildet und kompiliert, dann muss der Browser hochgefahren werden, dann müssen wir die Seite durchklicken, etc. Wenn wir da einen Hot Reload haben, geht es natürlich viel, viel schneller. Ich mache meine Code-Änderung, drücke schnell einen Knopf und schon ist es wieder updated. Und das haben wir natürlich im Web, im Frontend, ist das normale, ich drücke F5 und habe die Änderungen appliziert. Das können wir jetzt auch bei Desktop-Applikationen. Das so mal als grobe Übersicht. Ich fange jetzt an mit der Performance-Optimierung von der Plattform. Da nur ein Beispiel. Ihr könnt das, wenn ihr Lust habt, selber nachlesen in dem Blog, den ich da referenziert habe, von Stephen Tube. Er hat sehr einen langen Blog geschrieben, was sie alles verbessert haben. Und ich habe mal zwei Tabellen rausgeholt, die euch zeigen, im Vergleich von einer Find-Methode im .NET Framework 4.8, also das ist die, die im Framework drin ist, dann bei .NET Core 3.1, 5 und 6 oder Zeiten. Da sieht man, wir haben etwa einen Faktor 2 Beschleunigung. Also wir sind bei 46% noch bei .NET 6 und auch von .NET Core 3 auf 5 hat es praktisch nichts bewirkt. Das war der gleiche Code gewesen. Und auf 6 sind es nochmal etwa 14% schneller geworden. Das ist das eine, Performance. Performance kann man erreichen, indem man vielleicht mehr Code schreibt. Aber das Zweite, was wichtig ist, dass Code Size von den Instruktionen, die generiert werden, eben auch kleiner werden. Das sehen wir hier, bei .NET 4.8 haben wir 127 Byte für die Methode und bei .NET 6 sind es nur 57 Byte. Also da auch eine Halbierung für die Code Size. Und warum ist das wichtig? Der Code wird ja in Cache geladen von einem Prozessor. Und der Prozessor, je nach Prozessormodell, ich glaube, es ist ein 4 Kilobyte Fast Cache, wo wirklich die CPU sehr schnell darauf zugreifen kann. Und wenn natürlich die Code Size kleiner ist, bringen wir mehr Funktionen in den Cache hinein. Und das hilft natürlich der Applikation nachher einfach wieder, dass sie schneller läuft, weil es weniger so Cache-Reloads braucht. Also da immer, da merken wir nicht, das stört uns nicht. Und das sind auch, ihr seht da, das sind Mikrosekunden oder unten dran sind sogar Nanosekunden. Das macht natürlich nichts aus auf meine laufende Applikation. Erst wenn ich ein paar Millionen Mal aufrufe oder sogar ein paar Billionen Mal in dem Fall, ist das effektiv eine Rolle. Aber alle meine Applikationen laufen einfach schneller, ohne dass ich etwas muss ändern muss, außer dass ich muss auf .NET 4.6.0 portieren. Und das vielleicht der Aufruf, dass ihr bei euch, bei den Kunden, wenn ihr sind, seht, hey, die haben noch alte .NET 4.8 Applikationen. Die müssen wir nicht portieren grundsätzlich, aber irgendwann ist das ein Auslaufmodell und irgendwann muss man sich Gedanken machen, was machen wir mit diesen Applikationen. Man sieht, die hätten noch Wert in Zukunft, da muss man sich sicher gut überlegen, wenn wir die mal migrieren, weil es einfach schneller läuft. Oder? Und da muss man anschauen, natürlich gewisse Applikationen lassen sich sehr einfach migrieren. Ich habe auch schon ein paar gemacht. Da ist mehr oder weniger neue Projektfile aufsetzen und neu kompilieren. Da gibt es aber andere, die natürlich sehr schwierig sind, wenn ich irgendwo .NET Remoting drin habe. Das gibt es nicht mehr im .NET Core. Dann funktioniert das nicht. Also muss man dort viel mehr Aufwand investieren. Und das ist der erste Schritt bei einer Migration. Schauen da. Was macht die Applikation? Was hat sie drin? Gibt es das im Core? Da gibt es also die Analyzer, die man drüber schauen kann, die sehr genau und sehr schnell zeigen, was Kompatibilität ist. Mit .NET Core 3.1 ist eigentlich die Migration abgeschlossen gewesen, vom klassischen Framework aufs .NET Core. Das heisst, alle Funktionen,
wo man hat Wellen innen, hat man übernommen. Mit dem .NET 5 haben sie nachher wollen eigentlich die andere Schiene noch reinziehen, nämlich Mono, das ist ja das nächste Open Source Framework, das ja mittlerweile auch der Microsoft gehört. Und das haben sie nicht geschafft, angeblich wegen Covid, weil dann alle müssen Teams entwickeln. Oder? Und darum ist es ein bisschen länger gegangen. Und bei .NET 6 ist man jetzt dort einen Schritt weiter. Also man hat mehr vom Mono. Das Mono Framework ist jetzt eigentlich, kann man sagen, End of Life. Das hat man jetzt auch integriert, eigentlich ist .NET Core, sprich ist .NET 6. Aber Mono Runtime, die gibt es weiterhin. Also zum Beispiel, alles was mit Xamarin bzw. mit .NET MAUI läuft auf dem Mobile-Gerät, das ist immer noch Mono Runtime und die wird auch noch bleiben, weil halt die so gemacht ist, dass sie portabel ist auf andere Plattformen, weil .NET Runtime erst eingeschränkt ist, Linux, Windows, Mac läuft sie auch, aber halt noch nicht auf der mobilen Plattform. Eine Optimierung, die auch noch spannend ist, das Startup. Die Startup-Zeit von einem Hello World-Programm. Ich meine, was macht das schon? Ich habe das Main und das Konsole Writeline Hello World drin. Da passiert eben noch viel vorher. Oder? Weil das Framework wird geladen, das werden Objekte initialisiert. Und das hat man auch versucht zu verhindern, dass man mit Lazy Initialization von diesen Objekten einer Startup-Zeit kann optimieren kann. Da hat man beim Hello World 30% rausgeholt. Also einfach so 30% schneller. Und wenn es größere Applikationen sind, macht das natürlich entsprechend auch nochmal Zeitfaktoren aus. Blazor habe ich schon erwähnt. Dort mit allen Optimierungen, die man hat, wenn man das Standardprojekt auftönt und im Release-Mode kompiliert, nicht im Debug-Mode. Wenn ihr einen Blazor aufmacht und im Debug-Mode einen Download macht, in der Download-Size etwa von 26 MB, weil der lädt das Ganze dort nicht im Browser ab. Wenn man im Release-Mode macht, dann macht er weh, wie bei Angular so ein Tree-Shaking und rührt alles raus, was er nicht braucht. Dann sind wir bei .NET 5 noch bei 2,1 MB gewesen, von so einer Standard-Applikation, Hello World mehr oder weniger, vielleicht mit zwei, drei Seiten. Und bei .NET 6 sind wir noch bei 1,07 MB, also auch da wieder ein Faktor 2 gewonnen. Dann Performance von Blazor selber. Der lädt ja .NET Assemblies ab, wo in der Mono-Runtime, wo im Browser reinläuft, als Web-Assembly interpretiert werden. Das heißt, da haben wir einen Interpreter, wie früher mit JavaScript. Das JavaScript wird kompiliert und ist nachher compiled. Und das ist ja dann WebAssembly. Beim .NET sind wir noch nicht so weit gewesen. Das ist nur die Runtime, ist ein WebAssembly. .NET selber sind immer noch normale .NET DLLs gewesen. Und die müssen jetzt von dieser Runtime interpretiert werden. Die Interpreter haben es 40% schneller gemacht. Also jedes Blazor, wo man auf 6 bringt, 40% schneller. Und jetzt kommt das Beste, das ist die Ahead of Time Compilation. Das ist das, was jetzt ihr gemacht habt. Wir haben lange darauf gewartet, wo wir jetzt auch .NET Assemblies, können die Web Assemblies umkompilieren. Das heißt, wir haben das Compiled Programm im Browser raus, wo der Browser direkt kann ausführen. Also da ist schon einmal eine Sandbox natürlich drin. Und dann haben wir einen Faktor 16. Also 16 mal schneller als die interpretierte Variante und damit haben wir wirklich Speed, wo wir nachher auch Spiele und solche Sachen machen können. Und es ist immer das Blazor. Wenn ich das Blazor-Projekt angeschaut habe, ist es eben 6, haben sie eigentlich nichts gemacht. Oder? Aber sie haben da dran geschafft, an diesen Optimierungen. Also darum kann ich ja dort gar nicht so viel Neues zeigen. Das mal zu den Optimierungen. Dann kommen wir zu den C-Sharp 10 Features. Oder? Ich bin Fan von C-Sharp, ich liebe es. Das hat sich immer weiterentwickelt, hat extrem viele Sachen drin natürlich. Und am C-Sharp 10 haben sie noch wieder coole Sachen gefunden, die man nochmal verbessern können. Und so die Idee von dem war, der Hauptfokus ist, wir wollen noch weniger Code schreiben. Oder? Weil wenn wir wenig Code schreiben, dann machen wir auch viel weniger Fehler. Das ist einmal das Erste. Oder? Das Zweite ist aber, Schreiben vom Code ist das eine, oder? Das machen wir einmal. Aber lesen tun wir den Code viel mehr. Oder? Das heisst, wenn wir weniger Code schreiben, dann müssen wir auch weniger Code lesen. Und das ist in der Wartung natürlich schon wieder ein Vorteil. Aber wir haben nochmal mehr Options bekommen, oder? Irgendjemand, der neue C-Sharp herläuft, der hat jetzt einfach so eine Tonne von Features und denkt, mein Gott, mein Properties, hast 27 verschiedene Arten, um das schreiben, oder? Und da hat es Init und Get und Set und Private und alles zusammen. Es sind noch mehr Optionen. Das heisst, wir müssen wahrscheinlich in der Ausbildung, muss man sich darauf fokussieren und sagen, hey, wir müssen Leuten zeigen, wie schreibt man denn heute C-Sharp und nicht, wie hat man C-Sharp geschrieben mit C-Sharp 1.0, sondern wie macht man es jetzt? Aber jetzt zu den Feature. Das eine wäre der Null Validation Parameter. Ihr alle schreibt sicher tonnenweise Funktionen, die zuerst mal einen Null Reference Check drin hat. Also, wenn das Argument null ist,
dann rühren wir eine Exception. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil wir haben ja Nullable Reference Type und der Compiler zeigt es uns an. Sie können dort, wenn ich ein Fragezeichen habe, darf ich null übergeben, wenn es keins hat, darf ich eigentlich nicht. Und es gibt ein Warning und ich habe die Warnings als Errors anschauen und dann hätten wir den Fehler eigentlich auch nicht mehr. Aber trotzdem ist das okay, das ist so blöd Code, den kann man eigentlich generieren. Wir machen dort ein Ausrufezeichen dafür ein und dann generiert man den Compiler, dass der Check und die Exception werfen. Es gibt auch Varianten, wo man zwei Ausrufezeichen sieht. Das ist auch diskutiert worden, braucht es eins oder zwei. Man könnte das weglassen, aber sie sind da irgendwie noch nicht ganz abgesessen. Und darum ist das Feature noch nicht da. Also das haben sie im Juni haben sie es noch erzählt. Ich, geil, das kann ich euch dann erzählen. Ich habe etwas, aber es ist noch nicht da. Vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es auch erst in der nächsten Version. Da hat es einen Haufen Features, wo immer schwierig. Wenn sie nicht sicher sind, dann bringen sie es noch nicht. Aber was es gibt, ist im Framework, haben wir eine neue statische Methode auf der Argument Null Exception, wo wir sagen, das Row auf Null das Argument übergehen, ist das erledigt. Es ist ein bisschen weniger Code, das ist so eine Blödsinn. Ja. Das Feature ist da. Required Properties, nächste. Ja. Wir haben mit C-Sharp 9, ist es, glaube ich, haben wir das Init-Keyword bekommen. Und Init bedeutet, ich kann die Variable entweder initialisieren über einen Konstruktor, dort muss ich sie übergeben, wenn es einen Konstruktor hat mit einem Parameter. Ich kann sie aber auch initialisieren über den Property Initializer. Ich kann sagen New Employee und noch ein Property, Name und Salary kann ich zuweisen. Kann ich, muss ich aber nicht. Und da haben wir irgendwo ein Gap. Und jetzt ist es okay, wir können sagen, das ist ein Required Property. Ich schreibe das Schlüsselwort Required an. Und wenn ich nachher da den Boss anlege, als New Employee, dann sagt der Compiler nicht, das geht nicht. Der Boss muss mindestens einen Namen haben und einen Lohn. Und den Lohn kann man später noch ändern, darum habe ich den Private Setter gemacht. Wenn irgendwo eine Methode hat, wo man das könnte anpassen könnte. Gegeben natürlich. Auch das Feature gibt es leider noch nicht. Ja. Bad News. Und jetzt kommen wir zum dritten, Automatic Fields. Ja. Seit .NET 2.0 kennen wir die Automatic Properties. Vorher Properties, mein Gott, wie viel muss man schreiben. Oder? Aber jetzt ist es immer noch so, jedes Mal, wenn ich da etwas ändern will, wenn ich zum Beispiel beim Init einen Trim dazu tue, dann kriegen wir das ganze Package, ich muss ein Private Variablen anlegen als Backing Field, ich muss einen Getter schreiben und den Setter ausprobieren. Hure mühsam. Aber so viel geht. Und man kann es viel einfacher haben, indem man mit dem Schlüsselwort Field könnte auf das automatisch generierte Backing Field zuweisen. Und da einfach sagen, Field gleich Value Trim, der Getter und der Init haben wir vorher schon gehabt und es bleibt schön und kurz. Aber auch das Feature ist noch nicht da. Sorry, vielleicht kommt es noch. Aber jetzt ist fertig mit Sachen, die es nicht gibt, weil ich hoffe wirklich immer noch, dass das noch herkriegt, weil ich habe schon gesehen, dass es läuft, dass ich das zeigt in den Demos, dass das wirklich läuft. In der aktuellen Version von Visual Studio 2022 geht es nicht. Global Usings. Jeder, der C-Sharp programmiert, hat oben dran mindestens 4 oder 5 Usings, die in jedem File hineinstehen. Oder wir müssen zuerst mal abscrollen, damit wir überhaupt den Code sehen. Jetzt gibt es neu. So ein File, egal wie es heisst, es kann Imports.csh oder GlobalUsings.cs, wo wir können ein Global Using machen pro Projekt. Oder? Wenn ich nur so System Collections brauche und Link, dann tue ich die rein. Wenn ich eine ASP.NET-Applikation habe, dann kann man vielleicht nochmal 10 dazu. Darum ist es pro Projekt, weil es macht nicht Sinn, in jeder DLL die Global Usings zu haben, dass man gar nie mehr Usings schreibt. Aber da, wo man so typischerweise macht, kann man dort rein tun. Oder? Die speziellen Sachen, die sollten wir immer noch oben dran als Using Statements dazu tun. Weil ich, wenn ich Code lese, schaue ich zuerst mal für Usings, dann weiß ich schon ungefähr, was macht denn der Code überhaupt. Und darum sollte man nicht irgendwie, wenn ich sage, irgendwo sehe System Data SQL Client, dann wollte ich das wissen. Aha, der greift irgendwo auf eine SQL Datenbank zu. Wenn das im UI Code drin ist, dann denke ich schon, das ist vielleicht nicht so gut. Also darum, die Global Usings brauchen, dort, wo es Sinn macht, da haben wir so einen Fall nehmen und das funktioniert auch bereits. Die Global Usings, die reduzieren uns den vertikalen Codespace. Ich muss nicht mehr abscrollen. Jetzt haben wir noch ein zweites Problem. In jedem Fall haben wir so einen Namespace, dann geht der Klammer auf und alles, was nachher kommt, ist um 4 Zeichen eingerückt. Wahrscheinlich auch dämlich. Oder? Wir können jetzt einfach sagen, hey, das ist der Namespace pro File, weil wir haben ja das sowieso, in jedem Fall ein Namespace. Und nachher dann tun wir Klasse einfach definieren. Das heißt, das ist ein File-Scoped Namespace. Können wir einmal zu oberst herschreiben, Strichpunkt, und dann ist alles in dem Namespace drin. Wenn ihr jetzt nochmal einen Namespace auftut, da rein, dann ist das ein Unter-Namespace von dem, was wir oben definiert haben. Coole Sachen, sind kleine Sachen, aber
Es wird viel unübersichtlich und wir brauchen nicht mehr so breite Monitore. Interpolated Strings with Constants. Und denke, ach, da habe ich nicht einmal gewusst, dass das nicht geht. Oder? Aber man macht es auch relativ selten. Oder? Interpolated Strings, das sind die mit einem Dollar vorne dran. Und da können wir einfach eine Variable herschreiben, statt dass wir die mit 0, 1, 2, 3 nummerieren und hinten anschreiben. Und da können wir jetzt auch Konstanten rein tun. Das geht nicht, aber gerade so für so Name-of-Property und solche Sachen, das sind Compulsive-Konstanten, ist das nützlich. Da haben sie auch sehr viele Performance-Optimierungen gemacht. Weil vorher war das im Prinzip immer ein String-Format gewesen. Und alles, was man vorher kann berechnen jetzt mit dem neuen Compiler, da wird der String vorher ausgerechnet und da haben sie auch zum Teil Faktor 30-50% schnellere Auswertezeiten von den interpolierten Strings. Records. Records haben wir bekommen mit den letzten Versionen. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Das sind da Immutable Data Types, kommt aus der funktionalen Programmierung raus. Ein Record Point, eine kleine Datenstruktur. Das ist aber eigentlich immer ein Record Class gewesen. Das haben wir nicht hergeschrieben, aber das ist da, was effektiv ist. Das heisst, jeder Record ist zu einer Klasse kompiliert worden. Neu, mit C# 10 können wir schreiben Record Class, aber wir können auch schreiben Record Struct, weil gerade so ein Datentyp wie ein Point ist eigentlich eher ein Value Type, ein Structure. Und den können wir dann nachher so definieren. Dann wird ein Struct definiert. Und eben was, was noch dazu ist, was vorher auch nicht gegangen ist, habe ich auch nicht gebraucht, aber wenn man Operatoren oder Operator Overloading schreibt, dann können wir solche Static Operators halt noch rein tun. Wenn da eine Klasse Person, dann nehmen wir eine erste Person und eine zweite Person und den Plus-Operator kann man zwei zusammenzählen. Was dabei rauskommt, könnt ihr euch selber überlegen. Die Business-Logik muss aussehen, wenn ich A und B zusammenzähle bei einer Person. Je nachdem, beim Steueramt ist es vielleicht das Einkommen. Oder? Und jetzt kommt ein ganz lustiger. Oder? Statische Methoden auf Interfaces. Muss man kurz überlegen, das Interface definiert meine Schnittstelle. Und wenn ich eine Klasse das Interface implementiert, muss das eigentlich alle Methoden implementieren, sprich überschreiben. Aber statische Methoden können wir gar nicht überschreiben. Und wir müssen sogar noch Abstract definieren. Da habe ich auch verschiedene Versionen gesehen im Feld draussen. So funktioniert es. Also so habe ich es zum Kompilieren gebracht zumindest. Wenn ein Static Abstract, irgendein Type Empty auf dem IFU-Interface und dann habe ich einen Operator Plus gemacht. Dem IFU-Interface und nachher kann ich das IFU implementieren und kann nachher Static-Methoden machen. Das heißt, es ist irgendeine Vorschrift, dass Klassen, die das Interface implementieren, die beiden Methoden, die ich jetzt hier als Static-Abstract definiert habe, auch implementieren müssen. Aber warum sollen wir das überhaupt machen? Was bringt das? Weil es ist nicht ganz das Gleiche, wenn man eine Schnittstelle definiert. Weil ich habe unten dran nicht ein Interface, das ich zurückgebe, sondern es ist ein konkreter Typ und ich kann auf dem Interface das auch nicht direkt aufrufen. Aber ein Feature, das die .NET-Entwickler schon lange wählen, ist, dass man Operatoren kann definieren auf generische Typen. Ja, das Operator Overloading auf Generics. Und für da wird das effektiv gebraucht. Dadurch können wir generische Mathematikoperationen schreiben. Also ich muss eben nicht meinen Operator einmal für Double und einmal für Int und so weiter implementieren, sondern ich kann einen generischen Typ machen. Ich kann ein Interface definieren. Da haben sie diverse Interfaces gemacht, die dann einen Auszug geben. Es gibt das Interface im Framework, iAddition Operators und die Datentypen wie Int 32 etc., die implementieren auch das Interface. Und das ist auch der Grund, warum man das hat. Wird uns vielleicht in der Praxis nicht gerade treffen, außer die machen auch so mathematische Operatoren oder brauchen einen Haufen Operator Overloading. Also der Grund, den ich bis jetzt gefunden habe. Es ist immer möglich, wenn so neue Sprachfeatures kommen, mit der Zeit sehen, ah, da könnte man es auch noch anbrauchen, das ist auch noch cool, oder? Muss man schauen. Ich habe es noch nicht mehr gefunden, weil mein FU-Beispiel dort ist wirklich ein Schrottbeispiel, das müssen wir nicht anschauen, das müssen wir noch nicht implementieren. Beim .NET API, jetzt kommen wir zum Framework selber. Hey, 20 Jahre. Und wir haben immer Date, Time gebraucht. Wir haben immer Datum und Zeit, aber manchmal brauche ich nur ein Datum und Zeit, ja, was ist die? Null oder irgendetwas, oder? Und andererseits manchmal, wenn wir eine Tageszeit haben. Jetzt gibt es endlich ein Struct Date Only und Time Only, weil in der Datenbank gibt es die ja auch, da gibt es nicht nur Date, Time, oder? Und das Mapping von einem Date in einem SQL Server zum Beispiel ist immer auf ein Date, Time gegangen. Gibt es jetzt, endlich. Auch für SQLite haben sie es ebenfalls implementiert. Also die beiden sind dort voran. Ich nehme an, andere Datenbankprovider werden das dann auch noch implementieren. Zweiter Punkt.
Process ID. Da hat man vorher müssen ein Process Object erzeugen und hätten dort das Property können auslesen. Haben sie Static Member gemacht auf dem Environment. Ja, brauche ich jetzt auch nicht jeden Tag. Aber dann wieder für Zufallszahlengeneratoren. Jetzt haben wir die Random Klasse und die Zufallszahlen dort drin sind halt eben nicht so random, oder? Die kann man erraten. Und wenn man Verschlüsselungsalgorithmen schreibt, dann braucht man irgendwie so kryptografische Random Number Generators und im Namespace System Cryptography haben wir jetzt so einen drin, wo wir das können abfragen. Also da gibt es verschiedene Funktionen, nicht nur GetBytes, ich habe auch einige, wo man einfach eine random Zahl zurückgibt. Auf dem Parallel Framework haben wir eine Ergänzung, for each async ist dazugekommen mit await, ihr habt gesehen, mit Streams. Können wir, seit sie Sharp 9 ist das, glaube ich, können wir sagen await for und dann asynchrone Methoden aufrufen. Da haben sie jetzt auch noch aufs Parallel Framework aufgezogen. Dann haben wir im Link Queue eine Erweiterung. Wenn wir irgendwo eine Collection haben von n Wert, dann können wir Chunks machen. Also da zum Beispiel Zahlen von 0 bis 9 und ich mache, oder 0 bis 8 ist es, ich mache 3 Chunks daraus. Und dann kann man die vielleicht separat, parallel irgendwo berechnen. Kann zum Beispiel in einer Bildanalyse sein. Man sagt, hey, ich tue mein Bild in verschiedene Chunks aufteilen und mache dann Berechnungen über die einzelnen Arrays. Wenn wir nicht selber auseinandernehmen. Und dann auch nochmal bei Link zwei nette Methoden von People. Also das wäre irgendwo eine Liste von Leuten, von Personen, die ein Alter haben. Ich kann sagen, gib mir den, der am ältesten ist oder gib mir dem jüngsten ist mit dem Max-By oder entsprechendem Min-By. Den haben wir schon gesehen, das Row with Null, nicht auf Ego. Dann nachher gibt es neu bei einem Task, für eine Task-Methode, wenn wir irgendeine Funktion aufrufen, die sehr lang geht. Also, das ist meistens ein Outbound-Call, also irgendein Service. Der hat irgendwann ein Timeout oder er läuft einfach nicht oder er läuft viel zu lang. Dann können wir mit dem Wait Async sehr einfach sagen: Hey, wenn du länger als 10 Sekunden laufst, dann nachher gibt es. Eine Exception, dann wird er wieder abgebrochen. Also können wir selber das Timeout einfach steuern, bevor er wieder zurückkommt. Wieso warten wir vielleicht ewig lang, wenn der Service gibt nie eine Antwort oder die Methode rechnet nicht fertig, sollen wir eine Maximalzeit definieren. Sehr ein schlankes Interface für das. Dann gibt es ein neues Matrix API, von dem haben wir neue Namespace System Diagnostics Matrix, um auf die Performance Counter zuzutreffen. Also es gibt eine Class Meter und dort gibt es eine Methode Create Counter. Mit denen können alle die Performance Counter verwenden und auslesen. Und auch noch wieder ein neues Timer API. Da ich weiß nicht, wie viele Timer-Funktionen gibt es schon. Es gibt einige im Framework, solche, die thread-affin sind und solche, die Echtzeit-Timer sind. Wenn wir ein neues API, so einen Periodic Timer, und sagen alle, wie viele Sekunden soll der kommen. Und mit Await können wir dort nachher direkt die asynchrone Methoden eigentlich drinnen implementieren. Also da wäre jetzt da das, was in die Klammer hinten unten drinnen ist, das ist da, wo alle Sekunden würde aufgerufen werden. Das sind so die Sachen, die ich gefunden habe im API. Gibt sicher noch mehr, wahrscheinlich wird man noch mehr herausfinden mit der Zeit. Das habe ich auch einen Blog gesehen, unten da ist referenziert, wenn man das findet. Zum Entity Framework Core. Da heißt immer noch Entity Framework Core, das heißt nicht Entity Framework 6, weil das wäre noch das alte. Also da bleibt der Name Core noch. Beim 7 fliegt dann der vielleicht auch weg. Weil Core beim .NET ist ja schon weg, weil es nie ein .NET 5 gehabt hat. Heißt Core jetzt eigentlich .NET 5 und nicht Core 5. Da hat es nicht so viel Neues, aber die Jungs sind nicht einfach faul gewesen, sind einfach einen Haufen Bugs gefixt. Oder? Performance noch ein bisschen optimiert, dann haben sie überall im Framework die Nullable Reference Types eingebaut. Wer das mal bei einem stehenden Projekt gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Also überall die Fragezeichen hin. Ist jetzt Nullable, ist nicht, wie müssen wir es machen, sodass es wirklich verhebt. Das ist schon ein bisschen Aufwand. Jetzt ein paar neue Attribute. Unicode False, dass man zum Beispiel im SQL Server einen Varchar wieder generieren kann. Normalerweise einen String habe ich einen N-Varchar. Können wir jetzt auf per Attribut setzen, das ist, soviel ich weiß, vorher mit Fluent API schon gegangen. Dann gibt es ein Konfigurationsattribut, wo wir sagen Entity Type Configuration und dann einen Typ, wo man die ganze Konfiguration drin hat, dass nicht alles in einer Methode drin ist, sondern das pro Typ macht. Und es hat da und dort noch kleine Sachen, aber jetzt nicht wirklich etwas, was ich nicht hervorheben. Ich glaube, im KPZ-Info heute Nachmittag haben wir noch eine kleine Ergänzung dazu. Vielleicht habt ihr noch mehr herausgefunden.
die ASP.NET, dort haben sie vor allem den HTTP/3-Support eingebaut. HTTP, uralt, 1990, oder? Unten dran haben wir ja TCP, das ist noch viel älter, oder? Ich weiß nicht, 40, 50 Jahre, 70er Jahre, glaube ich, TCP gekommen. Hey, das wird ersetzt, oder? Das nennt sich QUIC, ist ein neues Protokoll, QUIC UDP Internet Connections heißt das. Und ein neuer Transport-Layer unten durch, wo TCP ersetzt, wo schneller ist, weil das eine ist einmal der Verbindungsaufbau geht schneller. Da gibt es einen Handshake, da werden ein paar Telegramme mal hin und her geschickt, bevor so eine TCP-Verbindung überhaupt startet. Das hat man beschleunigt. Der Header wird nicht jedes Mal übertragen, also die Übertragungsmenge ist kleiner, es braucht weniger hin und her. Das ist das eine, das heisst, ihr habt weniger Latency, wenn ihr so einen Call aufruft. Dann das zweite ist, wenn so ein Paket nicht ankommt auf der TCP-Verbindung und die TCP-Verbindungen sind häufig Multiplex, weil der Browser macht mehrere Requests parallel. Jetzt verliert er irgendwas Paket, dann heißt es erstmal Stopp, mir fehlt eins, weil die Reihenfolge ist ja bestimmt. Und dann werden alle Kanäle gestoppt und dann muss man nicht herausfinden, welches Paket fehlt und das gibt immer einen Unterbruch. Und da ist es nicht so, bei QUIC, dort ist es so, dass eigentlich nur der Kanal, wo dann das Paket verloren hat, nur der muss das Handshake neu machen und wieder aufsetzen. Alle anderen Kanäle laufen weiter. Das heisst, auch da haben wir weniger Latency und schneller Übertragung. Und das Dritte, was wir noch haben, ist, wenn wir mit dem Handy im Zug oder im Auto umeinander fahren, dann können wir ja von Handymasten zu Handymasten. Da wird auch immer die Verbindung unterbrochen. Das heisst, es muss eine neue TCP-Verbindung aufgebaut werden. Und QUIC unterstützt eigentlich das, dass man so einen Übergang zwischen den verschiedenen Netzwerken eigentlich smooth machen könnte. Das ist aber noch nicht implementiert, aber ich nehme an, das werden wir das nächstes machen. Vielleicht mit dem ersten Service Pack kennen Sie das auch. Sie sind einfach da noch nicht ganz fertig. Das ist so da, wo im ASP.NET kommt. Auch da, under the hood, bessere Performance bei der Übertragung. Browser haben das schon drin, natürlich. Und jetzt kommt es auch noch in Kestrel rein. Und auch die Webserver wollen wir das natürlich auch unterstützen, beide Seiten. Haben wir zum Visual Studio 2022. Wenn der Gast geht, ist eine Demo kommt. Hey, das ist jetzt 64-Bit. Ich habe gedacht, das ist schon lang, weil das ist ja dort nicht die Applikation und das ist ja da, wo du einen Prozessor hast. Aber es ist immer noch 32-Bit gewesen. Und ich habe mindestens gefühlt, ich habe mal ein paar von meinen .NET-Projekten aufgemacht, es geht schneller. Oder? Wir haben weniger Memory-Probleme. Es ist immer noch eine Beta-Version. Also, ich habe gestern Abend mal geschaut, der Prozess, wenn ich starte, braucht 1,2 GB. Und ich habe noch nur ein kleines Projekt offen. Oder? Also, er frisst noch ein bisschen Memory. Aber aus Erfahrung, so wenn der Release kommt, ist das ein bisschen weg, weil haben die ganzen Debug-Informationen noch mit drin. Für die, die Microservices machen, Good News, wir können Multiple Repositories haben. Ich gehe mal davon aus, da kann ich einfach ein Visual Studio aufmachen und alle deine 50 Services, die verschiedene Git-Repositories sind, einmal aufmachen. Das heisst, du musst nicht mehr 5 Visual Studios auftun, Nathalie. Drag and Drop for Breakpoints, das zeige ich nachher noch. Temporary Breakpoints, das ist ein Breakpoint, den ich setzen kann. Und wenn er das erste Mal angesprungen wird, ist er gerade gelöscht. Mal schauen, vielleicht braucht man das. Und einen, den ich nicht gewusst habe, da gibt es seit 2005 einen Trace Point. Hat es schon immer gegeben, ist einfach mühsam gewesen zum Einstellen. Jetzt können wir ihn schneller einstellen. Und da haben wir gesehen, dass es das überhaupt gibt. Filter, so Suchfilter im Output-Window, da kommt jedes Mal ein dazu irgendwo. Mittlerweile können wir bald alles filtern, das ist cool. Dann gibt es Deadlock Threat Detection. Also wenn wir irgendwo im Debugger sind und ein Thread läuft irgendwo in Deadlock rein, dann haben wir Unterstützung vom Studio, den Deadlock schneller aufzulösen. Da habe ich jetzt noch kein Beispiel programmiert, aber das werde ich sicher mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Dann gibt es komplett neue Project Properties Dialog, einfach anders dargestellt, auch mit Suche, ja, dort hat es endlich eine Suche gegeben. Und ein Diagnostic Analyzer für Memory Dumps. Und das sieht auch noch cool aus. Also ich mache von meiner Applikation einen Memory Dump und das ein paar Mal und kann nachher mit dem Diagnostic Analyzer schauen, wo allfällige Memory Leaks sind. Bis jetzt haben wir das können online machen, im Visual Studio direkt. Wenn wir natürlich aber irgendwo eine Applikation haben, die sonst läuft und sie hat einen Fehler, können wir dort einen Dump machen und könnte im Nachhinein noch analysieren. So, jetzt wären wir definitiv bei der Demo. Und jetzt hoffe ich, dass die Demo-Götter mir gut gestimmt sind. Und ich habe ein kleines Projekt. Und das ist das minimale Hello World Konsole-Projekt. Also, ihr seht mal, die Usings sind verschwunden. Ich habe jetzt da keinen Namespace rein, das könnte ich noch, muss ich aber nicht, weil es hat ja schon Default-Namespace und ich habe nur noch eine Konsole-Write-Line.
Ja, damit ist es fast so kurz wie das Python-Programm. Das einzige Strichpunkt haben wir immer noch hinten dran. Das ist das minimale Programm. Das heißt, ihr braucht kein Static Void Main mehr. Wenn ich zuerst denke, ja gut, das hat ja eh niemand selber geschrieben. Oder? Das generiert man mit dem Template, ist das immer da. Bringt nicht so viel, aber Leute, die neu einsteigen, für die ist das schwierig, wenn sie da das erste Mal verstehen, oh, da hat es eine Klasse, was ist eine Static-Methode und so weiter. Bevor man kann anfangen kann programmieren, muss man zuerst mal sieben Konzepte verstanden haben. Und ich glaube, das war so der Weg da. Hey, wir wollen es auch so einfach haben, man kann einfach in einem Teil ihnen alles abschreiben. So, wenn man Microservice macht, wo wirklich Micro ist, dann nachher ist das vielleicht noch gut. Dann ein paar Features, die ich vorher erwähnt habe. Die Imports da, die Global Usings, klar, das funktioniert. Ich habe auch einen Imports.cs gemacht, dann müsste ich die nicht mehr überall rein tun. Dann haben wir da das Beispiel mit dem Foo, das ich vorgezeigt habe, mit dem Static Abstract. Ja, wenn ich da eine Implementation mache von dem Interface, da, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Einmal, man sieht es einigermaßen. Eine Implementation habe von dem Interface, dann zeigt er mir da an, dass die beiden Statics natürlich nicht implementiert sind. Und wenn ich dann die implementiere, da einfach auskommentieren entsprechend, man könnte den Code auch generieren, das schafft er auch, dann nachher haben wir da direkt eine Implementation dazu und alle Fehler sind weg. Das heißt, das Feature funktioniert wirklich. Gut, jetzt haben wir noch eine ganz coole Sache, nämlich da sehen wir noch den Null-Parameter-Check. Jetzt gehe ich nochmal schnell auf das Projekt da. Und jetzt wollen wir da mal encoden. Ja. Dann schreiben wir mal SB. Ups, da kommt irgendetwas. SB, machen wir etwas anderes. Machen wir var SB. Ich könnte eine Variable deklarieren, irgendeinen String-Builder. Der kommt schon. Ja. Artificial Intelligence, der weiß schon, wenn ich codieren will. Ja. Wenn wir nachher nur noch Tab drücken, oder? Dann ist das gut. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann weiß er schon wieder, vielleicht willst du es Append machen. Ich drücke Tab. Also eigentlich braucht er nur eine Tabulator-Taste zum Programmieren. Ja. Und wahrscheinlich wieder gleich ein neues Keyboard haben, weil die durch ist, weil wir da und das drücken müssen. Ja. Da können wir dann irgendetwas rein tun. Und jetzt hätte ich erwartet, dass er auf dem Strichpunkt ankommt. Das hätte er jetzt nicht wollen. Machen wir da vielleicht mal noch eine Konsole. Konsole, also gesehen, der kommt da immer. He. Ah, Writeline, gut, ja, Tab to Accept, okay. SB, das ist mein String Builder to String, okay. Und nochmal ein Tab und dann bin ich rein. Also, Intelligence ist massiv verbessert worden. Künstliche Intelligenz, gehen da in Mühe beim Programmieren. Wieso lernt der falsches Zeugs? He? Und dann programmiert er irgendetwas Komisches nachher. Aber ich bin gespannt, wie sich das wirklich dann anfühlt in der Praxis. Man muss immer aufpassen, sobald man im Buchstaben zu viel gesehen hat, ist es wieder weg, oder? Ja. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie man das wirklich mit dem Zeug schafft. Wie ist es. Aber es sieht cool aus, muss ich sagen. Ich würde sicher weniger tippen müssen. Da habe ich, glaube ich, noch eins gehabt. Beim ASP.NET Core. Da habe ich mal noch so ein View-Model gemacht, glaube ich. Nein, das war nicht das gewesen. Ja, mal, jetzt weiß ich wieder, was es ist. Genau. Schauen wir zuerst da das ASP.NET Core Applikation an. Das ist ganz normal, da sieht man nicht viel Neues, außer für die, die ASP.NET Core kennen. Denen fällt etwas auf da unten. Da ist nur noch das Programm CS. Es gibt kein Startup CS mehr. Das heißt, die Startup-Klasse, die ist weg. Und es gibt auch Static Void Main, das ist klar, das ist auch weg, das haben wir ja vorher schon gesehen. Und da gibt es eigentlich nur noch, da gibt es nur noch die Klasse. Mit ein paar Using Statements, dann fangen wir an mit einem Builder, das ist da, wo früher einmal im Main gestanden ist. Wir machen da einen Builder. Und nachher kommt auch die Configure Services Methode, die man so früher noch kennt hat, wo man die Services konfiguriert. Und dann sagen wir Builder Build, das Builder Pattern, für die wir Design Pattern Kurs sind. Und dann kommt eine weitere Methode, eigentlich, wo da keine Methode mehr ist, das ist nämlich Configure Methode, wo wir unsere Request Pipeline vom ASP.NET Core konfiguriert haben. Da Code kennt man wieder da mit dem Map und dem Use Basic Pages und am Schluss von der Application Run und that's it. Und das sind die minimalen Web API Services, die wir haben. Das heißt, ich kann eigentlich so einen Web Service in einem File konfigurieren. Klar, kommen dann sicher noch ein paar weitere Sachen dazu. Wir haben ja noch irgendwelche Controllers dann in den meisten Fällen, die wir noch haben. Aber die ganze Konfiguration haben wir so in einem File rein. Und man könnte da sogar direkt auch die Antwort zurückschicken. Also, da minifiziert, aber ist
ist auch Code, den man nie wirklich selber geschrieben hat. Weil wenn man das Template anlegt, ist der Code immer schon da gewesen. Aber wir haben weniger Code. Und jetzt muss ich da noch schnell schauen. Da haben wir zum Beispiel, habe ich einfach mal eine Methode reingemacht, um euch noch einmal ein Feature zu zeigen. Da kommt er mit zu unserem berühmten if, oder? Klammer auf. Und dann weiß er schon, ha, da heißt es FileViewModel. Also wird er wahrscheinlich checken, ob das null ist. Tab to accept, oder? Und dann einer, der auch jetzt schon geht, wenn ich jetzt schon denke, mit Shift-Enter, haben wir gerade die geschwungenen Klammern dazu tun. Ich habe das nie gemacht, ich habe immer eine gemacht und dann ist die zweite gekommen, aber es war ein bisschen mühsamer. Shift-Enter und die Klammern sind da. So. Das wäre das gewesen zum ASP.NET. Dann gehen wir nochmal schnell auf Folie zurück. Und ich komme noch ganz kurz zu Blazor. Da habe ich gesagt, eine grosse Verbesserung Performance. Eben weniger Downloadzeit, schnellere Ausführungszeit. Und damit können wir wirklich schon langsam mit Performance, auch wo man bei Angular hat. Außer dass man nicht mehr mit JavaScript programmieren, sondern C Sharp. Was da auch kommt, ist, dass man die UI-Komponenten, die man in Blazor schreibt, also fürs Web, dass man die auch native könnte verwenden, zum Beispiel in einer .NET MAUI-Applikation. Also die Webwelt und die Desktop-Welt, beziehungsweise die mobile Welt, die ist im Zusammenwachsen. Man könnte die .NET, also die Blazor-Komponenten, nachher eigentlich überall verwenden. Ahead of Time Compilation habe ich schon erwähnt. Es gibt so Fluent UI Blazor Components, die sie auch noch eingebaut haben. Und der Hot Reload habe ich auch schon erwähnt, vorher beim WPF, den gibt es auch beim Blazor. Dort war es besonders mühsam, um jedes Mal neu zu starten. Da geht es auch viel schneller, weil ich meine Codeänderung schnell machen kann auf der Seite. Den Knopf oben drücken im Visual Studio hat es den. Ich kann euch den schnell zeigen. Nein, da hat es ihn noch nicht. Aber gehen wir mal schnell aufs Blazor-Projekt. Den hoffe ich, haben wir dort. Da lassen wir schnell starten. Startup Project. So, und dann gehen wir auf Blazor WebAssembly. Oh, jetzt haben wir noch irgendeinen. Habe ich sicher dort beim if vorher einen Fehler eingebaut. Haben wir es gehabt? Nein, beim Razor hat es keinen gehabt. Ah, beim Stringbuilder. Ja, gut, das ist gar nicht in dem Projekt drin. Ja, da habe ich natürlich nicht fertig gemacht. He. Ah, das Using Statement fehlt oben dran noch. Das hätte noch gefehlt. Dann das hätte er jetzt also auch noch selber merken können. Das ist ja logisch, wenn er einen Stringbuilder will, dass er es using muss. Da hat er selber gesagt, er will es. Okay, danke. Probieren wir nochmal. Nochmal eine. Ja, sonst. Blazor WebAssembly could not be found. Das war vielleicht jetzt wirklich das Risiko von meinem Update gestern Abend um 12 Uhr. Hätte ich nicht mehr machen sollen. Damit würde ich sagen, haben wir noch 3 Minuten. Hat irgendjemand Fragen? Sind Fragen von online vielleicht reingekommen? Ob etwas gefragt hat? Nichts. Ist jemand im Raum? Dann danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat etwas gebracht.